Hey ho und willkommen zurück. Ach, bevor ich die Räume verlasse, mache ich eine Mission von Gambetti. Denn für jedes Mal, wenn wir die Mission nicht abschließen von ihm, lebt er länger. Das heißt, ich habe die Wahl, wie lange er leiden muss, theoretisch, aber nein. Wobei, wenn ich schon hier bin, könnte ich es eigentlich auch nutzen und einer diesen Fahrzeugen aneignen. Wobei es zu. Fällt auch überhaupt nicht auf. Und zwar irgendwie auch wirklich nicht. Irgendwie kommen noch keine Sterne oder sonstigen Shit. Jetzt. Was mit dir? Geht doch. Zack. Kofferraum ist offen. Vollgas. 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 Immer noch Vollgas. Ich komme echt nicht hinterher. Und nicht ganz erwartet. Nö. I don't make a move, please. Okay, 8.26 Uhr, 27, ja. Die Uhr stirbt schon mal im Game. Abbiegen. So. Wieder random Charakter. Ach, das ist der reiche Typ. Aber ich denke mal, das ist ein gesondertes Video dafür. Schnell, ich will nicht angerufen werden. Boom. Liquidize the assets. It's all about problems and solutions. Ah, Nico! Of course, you guys already know each other. Nico, good to see you. Interesting friendships you both keep. Yeah, very interesting. The mayor will be here in a minute, and I have two senators dropping by later. Everyone wants to pay homage to a dying legend. Everyone wants the glamour of a bygone age. Everyone. Now, did you hear what I said? Yeah, I heard what you said. Nico, our friend here, is telling me that the Ancelottis are in league with the Russians. Ancelottis? I know these guys 73 years. In 1972, I should have killed his uncle, but I spared him. And this is how he repays me? Unbelievable! And now he's dealing drugs with Ivan the goddamn terrible! So what we're saying is, this is a matter of security, national. Normally, I don't care about cocaine. Keeps controllable people in power, but this is no good. All right, what's my role in this? The distribution network is a fleet of vans parked at a grocery warehouse in Alderney City. The product is packed into the frames of the vans, ready to be moved all over the country. Destroy everything, whatever it takes. And for me? For you. I've got a real gift for you. Get this done, then we'll talk. Seit 73 Jahren kenne ich ihn. Und ich sollte vor 40 Jahren sollte ich den seinen Onkel in die Ecke bringen. Und tat es dies nicht. Und so werde ich, so verdankt man es mir. So. 73 Jahre, Alter. Was zum Teufel. Jetzt halt die Frage, ist er wirklich 73 Jahre alt oder doch älter? Jetzt biegen sich natürlich alle ab. Oh, das war knapp. Ich bin beinahe ins Wasser geflogen.
In GTA 5 ist es schon mal passiert, so eine Online-Mission mit drei Insurgents. Ah. Kollegen haben gegenseitig ein bisschen gespielt, dann haben wir ein Auto zerquetscht und ist einfach irgendwie über die Brücke geflogen. Naja. So. Noch mehr Erfolge, das krieg ich glaube ich nicht mal raus aus diesem Fahrzeug. Alter. So viel Glück muss man auch haben. Dass in dem Augenblick die ganzen Fahrzeuge, die den Gegenverkehr Dings haben. Grün. Ach, ich muss da runter. Ach Gott. Ich hätte es voll vergessen. Navigation in GTA 4 ist auf kürzeste Strecke. Ne, auf schnellste Strecke. In GTA 5 ist das ja die kürzeste Strecke. Deswegen zeigt er immer wieder Zickzacks an. Teilweise kann man gerade dort in GTA 5 da 2-3 Blocks weiterfahren, als es eigentlich anzeigt, um abzubiegen. Und da man ja länger mit einer hohen Geschwindigkeit fährt, ist dann die Strecke zeitlich wirklich kürzer. Oh, wow, 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 ganz ruhig. Genau das wollte ich die ganze Zeit erzwingen. Ah, noch ein Stück. So. Das war wieder Empfang mit dem Handy. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwo so eine Situation, wo man echt keinen Empfang mit dem Handy haben kann? Das echt einen Einfluss hat. Ah ja. Die sind da. Da oben sind welche. It can take a long time to bleed to death done properly. Grabestapler, die driften. Mit quietschenden Reifen. Oh, doch einiges. Voller Weg. Na gut. Was habe ich denn so zum Auswahl? Mausbeschleunigung, Alter. Ich wollte gerade sagen. Dann nehmen wir mal ein bisschen diese Art von Waffe. Schnell, 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 schnell. Na, wo bist du? Da! Das wollte ich eigentlich nicht. Alter, wie viele Leute sehen so aus wie du? Vier Leute, Mann. Erstmal schon mal vorbereiten. Ich muss eher in Deckung bleiben, Mann. Das so machen. Da ist einer. Alter. Alter, das ist jetzt der sechste, der so aussieht. Nachladen. Genau deswegen. Na? Du bist glaube ich nicht tot, oder? Na, verdammt. Achso, dass das da Auto auch so markiert ist, das ist ein bisschen irritierend, aber ja.
da oben nicht noch einer sein? Ah, hier. Achso, ich kann mich nicht bewegen. Okay, ich habe Granaten gesehen. Das alles nehme ich jetzt mal auf. Nehme ich ein bisschen Munition wieder zurück. Ah, AK-30. Dann bleibe ich lieber hier bei... Ja, das stimmt. Das ist auch viel einfacher. Okay, direkt mal Munition einkaufen. Ach Gott, so. Ah, das ist hier gewesen. Okay. Gib mir mein Auto, was nicht meins ist. For fuck's sake, Alter, ich habe nur F gedrückt. Wenn du Arbeit suchst, ruf mich an. Benutze eine öffentliche Telefonzelle. Du meinst da, wo ich gerade an vorbeifahre? Ja, nein. Schnell. Das hier wegpacken. Ich habe eh genug Geld. Eingabe, Munition. Ach, dafür habe ich auch schon. Okay, nicht verbraucht. Logisch. Das hier fehlt mir. Das habe ich gerade abgeschossen komplett. Enter. Ja, die AK geht weg. Okay, das haben wir auch. Na. Ui, Papa. I have your man. He's been flown in. We're going to drop him in the airport cargo area for you. No more jobs? Is that it? Am I out? You're out. Done good things for us, and we are grateful. That said, I've given you a lot of protection. From here in, you're alone. Goodbye. That special someone. Ja. Roman. Roman, they brought Darko Brevich into the country for me. This is almost over. I'm going to finish it. Nico, you can't do this alone. I'm coming with you. Come collect me from Firefly Island. All right. Wait there for me. Werde ich tun. Nachdem ich mal endlich mal in Ruhe komplett eingekauft habe. Oha. Das. Das habe ich voll. Das hatte ich verbraucht. Ja. Passt schon. Stay safe, stay Second Amendment. Wie es weitergeht, werdet ihr im nächsten Part sehen. Also bis dahin. Tschüss.